Das ist ja wohl. Wir hatten ja ich das. Ich wollte auch es nur klarstellen. Ich wollte es nur klarstellen. Na Moment, also bezog sich das, was du meintest, wo du den Extrapunkt haben wolltest, auf das hier? Ja. Nimm ihn. Okay. Dann sind wir jetzt auf. Warte mal. Jetzt habe ich immer noch einen Vorsprung, ne? Nee. Doch. Nee. Nee. Hä? Nee. Wir hatten Gleichstand, dann habe ich jetzt einen schneller gelöst vorhin. Ja, stimmt. Und jetzt hast ja, du diesen. Okay, dann bist du eins noch weiter vorne. Ja. Stimmt, weil sonst ja. Wär's ja. Ja, ich wäre ja ohne die Wertung ja. Eins weiter also, vorne gewesen und jetzt haben wir wieder. Okay, du hast 17 ja. Und ich habe 16. Okay, neue offizielle. 17, 16! Oder 16, 15 ist auch. Oder 16, 15, genau, Hauptsache so. Ja. Hauptsache du bist ein Frau. Hauptsache, ich bin ein Vor. Ah, Sahne. Erste Sahne. Ich habe es geschafft. Nein, Kira, 16, 15 finden wir gut. Finden wir super. Das wäre wirklich beeindruckend, Ernst. Man könnte fast meinen, dass du mir meine Stelle als Chefdetektivin streitig machen möchtest. Oh nein, Miss, niemals. Ich bin als dein Assistent schon ziemlich zufrieden. Mehr als ziemlich zufrieden, hochzufrieden, höchst zufrieden, mega, super, riesenzufrieden. Ja, schlag mal auf. Ich komme gleich vor Freude. Jetzt zufrieden, Miss? Nein. So, ihn? Bürgermeisterin. Die Bürgermeisterin? Oh, Burger. Nein, noch bestellen wir nicht. Oh. Ich wäre ja lieber für 0 zu 1000. Wer hat dann die 1000? Ach so, ich. Du. Ja. Es ist doch aber wirklich sehr aufregend, am Tatort eines Verbrechens zu sein, oder nicht? Ja, wie das letzte Mal, als sie ein Verbrechen begangen haben, was gar kein Verbrechen war. Ich muss schon sagen, Miss Layton hatte recht. Sie sind immer noch wegen der aufgeladenen Atmosphäre hier. Okay. Sagt sie noch was? Oh, schon wieder Burger. Doppelpfund. Hm. Das Popcorn mit Koriandergeschmack, das es hier vorher gab, war auch schon köstlich. Aber diese Durian-Speise ist etwas völlig revolutionäres. Mr. Heller scheint wirklich interessante Entscheidungen zu treffen, was seine Snackauswahl angeht, oder? Koriander. Ja, wie wär's denn mal? Rätsel! Jetzt zieh ich dir noch weiter davon. Nein, das soll nicht. Ich ziehe nach. Ach ja. Was kann ich. Wie hab ich den nochmal. Was kann ich noch tun? Ach ja. Was kann ich für Sie tun? Oh, sind Sie nicht der Herr, der uns vorhin ins Kino gelassen hat? Ach ja, all die anderen Angestellten waren angewiesen worden, sich um unsere VIP-Gäste zu kümmern. Also ja, wir haben vergleichsweise wenig Mitarbeiter, die den üblichen Betrieb des Kinos unterstützen. Haha, ach ja, ich muss mich selbst um alles kümmern. Meinst du, ich spreche den mit diesem richtig, weil wegen Hasenscharte und so? Ich glaube schon. Okay, die Kinobesucher begrüßen sie zu ihren Plätzen, was? Achso, die Kinobesucher begrüßen sie zu ihren Plätzen führen, die Snackbude betreiben, putzen. Und das für den Mindestlohn. Ja. Wollen wir es mal uns angucken? Was? Poppendes Popcorn gemalt! Ich will poppendes Popcorn sehen! Moment, ich muss. Nein! Das... Doch! Nein! Doch! Nein! Das muss man sehen! Nein! Nicht. Doch! Dann sperrt YouTube dein Video! Ach Quatsch! Nicht wegen sowas! Natürlich! Nein! Nein! Oh nie! Moment! Oh, ich hab's gleich! Alle unter 18 bitte kurz wegschauen! Das ist nicht schlimm! Das ist. Also, das ist nicht so schlimm wie manche andere Sachen, die hier auf YouTube sind. Wo ist das Popcorn? Da ist das Popcorn! So! Keine Sorge, ich mach's gleich wieder weg. Das ist poppendes Popcorn. Okay, damit haben wir genug poppendes Popcorn für heute gesehen. Ich find's toll. Danke an Tendocast. War doch Tendocast, ja. Oder? Ja. Warum frag ich sowas? Ich hab's doch gesehen. Yay! Ja, genau. Vinti übertreibt wieder völlig. Wunderschön. Poppendes Popcorn ist wunderschön.
Ich übertreibe gar nicht. Mach ein Gift draus, ja! Ach, ja. Ich kann gar nicht an genug Orten gleichzeitig sein. Meine Güte, sie klingen schrecklich. Überarbeitet. Warum hast du mich jetzt angerufen? Ich wollte eigentlich nur eine Pause machen. Okay. Oh, Vinti wird salziger als ihr Popcorn, steht da. Nee, weil Popcorn kann nie salzig genug sein. Doch, das geht. Soße kann auch salzig genug sein. Ja, aber Popcorn. Okay. Mir würde da noch jemand anderes einfallen. Ans Telefon gehen, Tee kochen, das Büro reinigen, bei den Ermittlungen helfen. Kommt dir das bekannt vor, Nadelstreifen? Oh, mir macht das nichts aus. Ich bin sehr stolz darauf, dass ich einer so angesehenen Detektivin wie Miss Layton helfen kann. Als Praktikant. Bist du das? Nun, es tut mir leid, sie belästigen zu müssen. Wo sie doch offensichtlich so beschäftigt sind. Aber ich hätte gerne etwas Dorian-Popcorn, bitte! Hier ist mein Gutschein. Ach ja, natürlich. Ich würde Ihnen Ihren Wunsch liebend gern erfüllen, nur kann ich das bedauerlicherweise... Schieberätsel! Wissen Sie, ach, ja, ich fürchte, unser tägliches Spezialpopcorn ist ausverkauft, ja. Wusste ich doch, dass ich hätte früher kommen sollen, weil so unwertender Geschmack war ja klar, dass Zuck verkauft ist. Oh ja, das hätte jeder so vorhersehen können. Aber, ja, ich habe da etwas, was ich Ihnen stattdessen anbieten kann. Ein Rätsel. Schieberätsel. Ja, Schieberätsel wäre schön. Ja, aber ich glaube, es ist kann keins. Ich nicht. Nein. Warte mal. Sex in London. So. Die drei Felder stellen die Zahl 6 dar. Mhm. Ändere die Reihenfolge und die Ausrichtung, um 6 auf andere Weise abzubilden, und zwar nicht 1 plus 5 oder 5 plus 1. Mhm. Verschiebe die Felder, um sie zu bewegen, und platziere ein Feld auf einem anderen, um sie miteinander zu tauschen. Mhm. Berührst du ein Feld, wird es gedreht. Wenn du glaubst, dass ich die Antwort haben würde, bestätigen. Können wir? Ja. Gut. Dieses Rätsel hat richtig Biss. Ich will den Mond als... So. Hat das was mit dem Big Ben zu tun? Nein. Es ist voll easy gewesen. Ich hab's leider schon gehabt, da hast du noch vorgelesen. Na, tausch mal das erste und letzte auf. Du hattest das gerade schon richtig. Entschuldigung, dass ich das lustig finde. Was? So nicht, oder? Nicht ganz. Nein. 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 Mhm. Nee, die Reihenfolge war schon richtig. Stopp! Warum? Fällt's dir nicht auf? 51 Mal, was? Nein, nein, nicht 51 Mal. 5, 1, wow. Nein. Was? Das ist ein X, wow. Ja, das letzte ist ein X. Die 6 auf andere Art und Weise darstellen. Wie bist du bitte schön so schnell darauf gekommen? Weiß ich nicht. Ich hab an andere Arten von 6 gedacht und ich dachte mir, wahrscheinlich ist es irgendwas mit Buchstaben und dann ist mir aufgefallen, oh, daraus könnte man ja 6 legen. 6. Ja. Well done. Die Antwort war 6 in Buchstaben abzubilden und zwar auf Englisch. 6. Das ist voll doof, dass man so viele sprachliche Rätsel da drin hat. Ich fühle mich verarscht. Oh, bitte nicht. Alter.
Also ehrlich gesagt, ich finde diesen Anteil an Sprachrätseln Ja. echt mies in dem Spiel. Also es ist tatsächlich eher. Also das ist die neue Art von Schieberätseln hier, glaube ich. Weißt du? Aha, ich hoffe, dass damit Ihr Appetit auf etwas Ungewöhnliches vorerst gestillt ist, ja. Na gut, ich schätze, ich werde mich wohl vom Popcorn verabschieden und ganz auf die Lösung des Falls konzentrieren müssen. Endlich können wir diesen ganzen Popcorn-Unfug hinter uns lassen. Ist es nicht komisch, dass dieses Schnabeltier, ihr wisst schon, der Beo, das Wort Popcorn kannte? Nö. Nicht schon wieder dieses Thema! Was ein blödes Rätsel, wenn man schon Römisch hat, dann auch komplett. Oh, ja, eben, also. Das wäre ja auch was gewesen. Aber man konnte ja das, die Ja. 5 nicht wegmachen, sonst hätte man Römisch 6. Nee, Das Römisch 11 wäre das. Oder 9. Das habe ich halt auch überlegt. X ist eine beliebige Variable. Ja, eben eine beliebige, nicht unbedingt eine 6, deswegen. Naja, wie auch immer. Oder X im Römischen ist eine 10. Ja. Weil V ist die 5. Da also, habe ich halt auch eben kurz daran gedacht, ja, dass man das irgendwie. Das hätte auch, könnte, ja. Aber nee. Bla bla bla. Was war da gerade eigentlich überhaupt in der Textbox? Ah. Ach ja, es war, ich war es sogar, der ihm das beigebracht hat, ja. Ah, im Detlef? Im Ernest? Im Ernest? Genau, so könnte man das jetzt immer sprechen. Ach ja, manchmal bringe ich eine Portion Popcorn in den Vorführraum. Wissen Sie, ich habe es sogar schon gesehen, wenn das Schnabeltier aus dem Käfig darf. Sie meinen, Mr. Rollins lässt den Vogel frei fliegen? Ach ja, ich glaube schon. Ich meine, nur manchmal natürlich, ansonsten könnte er ja eine Menge Ärger bekommen. Wenn er zum Beispiel und die ziemlich, Kussszene auf isst. Ja. Und ziemlich oft frisst das Schnabeltier das ganze Popcorn, bevor Simon überhaupt merkt, was Sache ist. Haha, ja, so ist das. Es so ist hat der Vogel dann. Es ist Popcorn auf die Filmrolle gelandet. Ja. Auf die Filmrolle. Ja. Und Simon hat ja nicht richtig aufgepasst. So hat der Vogel dann auch überhaupt das Wort Popcorn gelernt. Popcorn. Ich habe ihm vorhin sogar schon einen Eimer Durian-Popcorn gebracht. Was? Und das Schnabeltier hat wieder alles verspeist. Ach ja, ich habe es nur einen Moment aus den Augen gelassen und es hat alles bis aufs letzte Krümelchen aufgefressen. Einen ganzen Eimer? Grundgütigster, dieser Vogel hat einen gewaltigen Appetit und ihr Gesichtsausdruck hat sich gerade verändert. Sie guckt jetzt, sie lächelt jetzt mehr als vorher. Obwohl sie eigentlich sauer sein müsste. Ihr schönes Popcorn, einfach so an den Vogel verfüttert. Oh ja, ich war genauso überrascht wie sie. Aber ich glaube, selbst das Schnabeltier hat sich diesmal übernommen. Ja, ich schien richtig Bauchweh davon zu kriegen. Oh, oder es hat auf die Filmrolle gekotzt und dann wollte er nicht zeigen, dass er frei herumgeflogen ist oh. und hat deswegen die Szene rausgeschnitten. Oh. Oh, der glückliche Flattermann. Ich wünschte, ich könnte so viel Doria-Popcorn essen, dass mir der Bauchweh tut. Oh, das ist manchmal echt so bei mir, wenn ich dann so viel Schokolade futter und Eiscreme, dass ich dann wirklich so. Mein Bauch tut weh, aber das war's wert! Ja. Es war Schokolade. Aber ich sollte nicht hinterher weinen, was ich nicht haben kann. Ja, es wird Zeit, bitte Mr. Cutter den Film Editor zu sprechen. Ihr habt gewonnen. Hm, was? Ich war immer noch beim Popcorn. Ich leide mit dir schon. Aber wir müssen jetzt Mr. Cutter finden. Wissen Sie, wo er ist? Ja, ich habe ihn gerade auch eben noch gesehen. Ach ja, er war gerade auf dem Weg aus dem Gebäude hinaus. Oh, dann aber schnell, liebe Leute. Wir müssen ja waschen, bevor das Haus nach Hause geht.